macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Hallo und herzlich willkommen zu LOL Kompakt, dem wahrscheinlich kompaktesten und auch spoilervollsten Format, seitdem die ganze Welt für Vitality den Atem angehalten hat. Und ja, ihr wisst ja, Leute, bevor ich euch hart spoilere, nochmal die Matches of the Week, die ihr euch vorher angucken solltet oder könnt, je nachdem, wie ihr Bock habt. Und das ist zum einen Vitality gegen Cloud9. Gab eine Menge Action, kann man sich auf jeden Fall nochmal geben. Aber G2 gegen FlashRose war mit einem sehr, sehr coolen Backdoor am Ende nochmal. Ja, eine Sache, die man sich nicht entgehen lassen sollte, davon könnt ihr auf jeden Fall noch euren Enkelkindern erzählen. Aber wer die Worlds aktuell nicht guckt, der trollt eh auf jeden Fall rein. Also insofern, guckt euch alles nochmal an, was ihr euch reinziehen wollt. Gerade die westlichen Teams haben auf jeden Fall gut überrascht. Ja, und die Group Stage der Worlds ist inzwischen vorbei. Wir haben ab diesem Wochenende schon das Viertelfinale. Wird also sehr spannend, also Knockout Stage mehr oder weniger. Und ja, was soll ich sagen? Die Gruppenphase und allgemein die Worlds sind in diesem Jahr so spannend und überraschend wie noch nie. Da sind wir Castdown zumindest einig. Und was wir direkt von Anfang an gesehen haben, ist, dass Korea mit diesem Best-of-One-Format nicht wirklich klarkommt. Wir haben ja wieder dieses Double-Round-Robin-Format, heißt eine hin, eine Rückrunde. Und die westlichen Teams, die haben auf jeden Fall gut überrascht. In Gruppe A zum Beispiel hat sich nicht nur G2 durchsetzen können, sondern Africa Freaks hatte am Anfang ziemliche Probleme. Sie haben zwar am Ende nochmal geschafft, sich zurückzuarbeiten, sich ein wenig anzupassen und sind dann doch noch auf den ersten Platz der Gruppe gekommen, aber wir haben G2 auf dem zweiten Platz. Das bedeutet in Gruppe A schon mal ein Team safe und G2 hat wirklich gut gespielt. Gerade in ihrer allerersten Begegnung haben sie ihren Gegner mit Heimerdinger überraschen können und das hat einwandfrei funktioniert. Also der Taktik T-Rex leistet da wieder ganze Arbeit. In der sogenannten Todesgruppe, in der Gruppe B, gab es wahrscheinlich die meisten Überraschungen. Zum einen hat Vitality richtig stark aufgespielt mit einem aggressiven Spielstil, der wirklich an Misfits erinnert hat und damit konnten sie ihre Gegner häufig genug überraschen. Sie haben es aber leider nicht geschafft, sich gegen Cloud9 durchzusetzen. Das bedeutet, sie sind leider nicht mehr aufs Treppchen oder auf die ersten zwei Plätze gekommen, durch die sie aus der Gruppe rausgekommen werden. Wer es aber geschafft hat und von wem praktisch die Todesgruppe zur Traumgruppe wurde, das ist Cloud9. Sie haben da ein A praktisch oben gehalten, obwohl viele sie abgeschrieben haben. Sie haben zwar nicht den ersten Platz bekommen, aber aufgrund wirklich solider Team-Kombos und wirklich einem guten Spielstil, den sie hatten, haben sie es geschafft, sich den zweiten Platz zu sichern. RNG ist in der Gruppe wie zu erwarten Erster geworden, aber Gen.G, der aktuelle amtierende Weltmeister, der das nicht lange bleiben wird, der ist draußen. Gen.G hat nur den vierten Platz in der Gruppe bekommen und das war meiner Meinung nach eine der krassesten, überraschendsten und unterhaltsamsten Gruppen. In Gruppe C war es eigentlich wie zu erwarten so, dass KT sich durchgesetzt hat. Da hat ein koreanisches Team wirklich überzeugt, aber KT war ja eh schon immer ein Team, was ein bisschen aggressiver gespielt hat. Und auf dem zweiten Platz haben wir EDG, die sich von der Play-In-Phase nochmal komplett durcharbeiten konnten, was aber bedeutet, dass Team Liquid hier sich nicht durchsetzen konnte. Auch in Gruppe D sah es für Unreal Thieves nicht so gut aus. Die mussten sich mit dem dritten Platz zufriedenstellen. Ja, und G-Rex, ne, unsere guten T-Rexe, die sind auf dem letzten Platz. Heißt, auch für die gibt es nur die Möglichkeit, sich die Finalspiele aus dem Publikumsrang anzugucken. Aber, ja, wer richtig schlussfolgern kann, weiß schon, das heißt ja, Fnatic ist weiter. Und nicht nur das, Fnatic hat sich den ersten Platz in der Gruppe gesichert. Und das, indem sie gestern nicht nur das letzte Spiel gegen Invictus gewonnen haben, denn nein, dadurch waren sie im Tiebreaker praktisch gegen Invictus um den ersten Platz und auch da konnten sie sich nochmal durchsetzen. Haben also zwei Spiele in Folge gegen Invictus gewonnen, die ziemlich stark aussahen. Also die Chancen für Fnatic bis ins Finale zu kommen, sehen in diesem Tag sogar sehr gut aus, oder an diesem Tag sehr gut aus, weil die möglichen Begegnungen, die sie haben, machbar sein sollten. Na, ich blende euch auch nochmal den Turnierbaum ein. Die Chancen für Fnatic stehen also gar nicht so schlecht, sogar bis in die nächste Stufe, vielleicht sogar ins Finale weiterzukommen. Denn sie haben in ihrer Turnierbaumseite erstmal als Gegner EDG und dann entweder Africa Freaks oder Cloud9, was alles machbar sein sollte. Dann auf der anderen Seite der Gruppe haben wir KT, RNG, G2. Das wird ein bisschen kniffliger, aber auch G2 ist da recht zuversichtlich, dass sie schaffen können. Und man muss sagen, RNG hat zwar gut gespielt, aber individuell sind gerade G2 und Fnatic, vor allen Dingen Fnatic, was ihre einzelnen Spiele angeht, auf einem echt klasse Niveau. Das versprechen super spannende Worlds zu werden. An diesem Samstag und Sonntag geht's weiter, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Dann hatten wir natürlich noch das Finale der Premier Tour in der Schweiz in dieser Woche. Da waren wir live vor Ort, war wieder ein mega cooles Event. Ja, und wir haben ja diesmal ausnahmsweise mit dem Halbfinale direkt angefangen. Das heißt, da hatten wir am Anfang Big gegen ESG, wo Big im ersten Game sogar sehr gut aufgespielt hat. Aber nachdem ESG dann wieder warm war, ab dem zweiten Game haben sie sich da durchsetzen können, haben das Ganze mit einem 3:1 beendet. SK hat sich gegen Maus durchsetzen können, auch wenn es in der Begegnung sehr knapp war und die Teams sich wirklich die Seele aus dem Leibe gespielt haben. Am Ende war SK der Gewinner. Und somit kamen wir praktisch zur Revanche des Gamescom-Stops. Denn da ist ja auch SK gegen ESG angetreten. Damals war es ein 3:0.
Und diesmal hat SK sich noch mehr ins Zeug gelegt, hat sogar einen Sieg am Anfang mitnehmen können. Aber am Ende, nachdem ESG einmal eingespielt war, wurde es wieder ein 3:1. Trotzdem hat sich SK auf jeden Fall gesteigert und ESG ist nicht mehr ganz so unangefochtener Sieger wie vorher. Die Stimmung war natürlich wieder insane. Grüße gehen raus an euch, die ihr da ordentlich für Rabatz gesorgt habt. Rabatz, sagt man das noch heutzutage? Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den nächsten Stop in Wien. Auch die ESL-Meisterschaft hat natürlich wieder gestern stattgefunden. Und wir haben jetzt 2 Spieltage verpasst. Das heißt, es hat sich an der Tabelle ein bisschen was getan. Viele Begegnungen in den Wochen waren wieder ein 1:1. Die Begegnung allerdings von SK gegen Equilibritas, die konnte SK gewinnen, haben sich damit im 2:0 durchsetzen müssen, wenn auch Equilibritas das zweite Game aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, an der Stelle natürlich gute Besserung, aber trotzdem kann man sich da so ein klein wenig nach vorne absetzen. Ist aber noch Beginn der Season, das heißt, da wird sich noch einiges ändern, keine Sorge. Ansonsten haben wir heute Abend um 18 Uhr noch das Finale der Sin League Season 0.5, solltet ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr Bock habt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Die Worlds setzen ja heute aus und ihr könnt uns natürlich gerne wissen lassen, wie ihr euch aktuell in der Sin League mit eurem Team schlagt. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare oder auf Twitter. Ansonsten war es das für diese Woche mit LoL Kompakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein. Bis demnächst. Euer Bart. The Primitor. Na, ich habe heute nicht so viel Zeit für Outtakes. Deswegen war's das. Ha?